Hey, morgen ist es soweit. Ich habe schon mit dem Verkäufer hin und her geschrieben und morgen um 10 Uhr werde ich sie abholen gehen. Ja, ich wollte euch nur noch mal ein kleines Update vor dem Video geben. Also, ich habe jetzt ausgepackt oder fast ausgepackt, aber auf jeden Fall, ja, jetzt schon hier. Eine Vase und die andere Vase. Und ich habe mir überlegt, ich habe nämlich vom Urlaub aus dem Meer noch so einen großen Stein und so einen kleinen Stein hier mitgenommen, weil das war so eine schöne Erinnerung. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das vielleicht ins Terrarium reintun kann. Ich werde es natürlich vorher abkochen. Nennt man es abkochen? Halt, dass da keine Krankheiten oder sowas dran sind. Ich habe jetzt hier das Terrarium und ich werde jetzt ein bisschen Küchenrolle holen. Ich werde schon mal den Boden auslegen und dann habe ich hier noch diese Flasche, die werde ich dann mit destilliertem Wasser befüllen. Und ich bin noch nicht ganz sicher, welche Vase ich zuerst benutzen werde. Ich glaube, ich erstmal die hier für den Anfang und dann kann ich hier abwechseln. Und ja, ich hole jetzt destilliertes Wasser und den Boden. Mehr. So, dann mache ich das Ganze hier wieder zu. Ich probiere es einmal aus, ob der Wasserstand tief genug ist. Wenn nicht, dann brauche ich noch mehr. Okay, einmal pumpen. Wow. Okay, ich lass es mal. Ich habe es natürlich vorher ausgewaschen, ist ja klar. Küchenrolle. Also erstmal Küchenrolle. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie groß die ist. Aber ich glaube nicht, dass die groß genug ist. Deswegen nehme ich mal. Ich nehme mal 4 Blätter mit. Die muss ich ja dann auch nass machen. So, und jetzt fehlt noch das Wasser in der Vase. Erstmal. Und die Blätter, die hole ich dann morgen frisch. Gut, dann einmal mitkommen alle und wir gehen hoch. Rein, einmal Hallo sagen. Einmal Hallo da. Hallo. So, ich hoffe, man kann es hier jetzt gut erkennen. Oh, es würden 2 reichen. Oh. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich die Rückwand rausnehmen soll oder nicht. Aber ich bin mir noch nicht sicher. So, ich tue mal das zweite jetzt hier hinein. Und hier hinten so ein bisschen drunter. Ich sprühe es schon einmal ein bisschen. So, ich habe es bis hierhin befüllt und ich tue es jetzt mal hier hinein. Und da muss man dann noch gucken, wenn die Zweige zu dünn sind, dann muss man hier noch so ein bisschen Papier reintun, damit die da nicht durchfallen. Und dann geht es auch schon direkt zum nächsten Tag. So, okay, weitere Vorbereitungen. Es ist bald soweit, noch 4 Stunden, dann ist endlich 20 Uhr und dann holen wir sie ab. Okay, also ich muss jetzt die Vorbereitung treffen. Und zwar brauche ich jetzt eine Tasche. Die hier sollte passen. Weil ich gehe nämlich jetzt Brombeeren holen. Also Brombeerblätter. Brauche ich eigentlich nur eine Schere. Am besten eine Gartenschere. Jetzt hat es natürlich genau angefangen zu regnen. Aber zum Glück habe ich so einen coolen, durchsichtigen Schirm. Dann kann ich den einfach sozusagen in den Rhein gehen. So. Und dann bin ich gut geschützt, weil der ist recht stark gewölbt. Und ich gehe jetzt gerade mal
paar Brombeermittel holen. Ich hoffe einfach, es regnet dann jetzt nicht die ganze Zeit, bis ich da bin. Weil ich würde es gern filmen, wie ich es abschneide, aber ich habe keine drei Hände, deswegen zeige ich euch einfach dann meine Ausbeute. Der Wind ist auch stark. Na, hier ist halt direkt das Wasser. Deswegen ist hier ein bisschen windiger. Aber bis gleich. Welche, aber die sind mir zu weit im Graben. Ich gehe noch ein Stück. Und dann kommen da vorne gleich welche. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Ich habe hier mein Ding. Ich will es nicht in der Hand tragen, weil das sticht. Es tut weh. Und ich trage den Schirm jetzt auch in der Hand. Hab alles an den Schirm dran gehängt, damit ich nicht 20 Sachen tragen muss. Und jetzt gehe ich wieder zurück. Ey, es hat mich wirklich gefühlt 10 Minuten gedauert, die ganzen Brombeerblätter in die Tasche zu kommen, weil die sich immer mit dem Stoff verhakt haben oder dann mir kurzzeitig einen Finger gestochen haben. Also ich muss mir auf jeden Fall irgendwas überlegen. Vielleicht einfach nicht in eine Tüte tun, aber dann irgendwie einen Handschuhe, Gartenhandschuhe mitnehmen, dass ich die dann alle so in der Hand tragen kann oder so. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber das war auf jeden Fall nicht so cool, weil es hat einfach viel zu lange gedauert. Hätte es da jetzt richtig wirklich geschüttet, wäre ich jetzt komplett nass. Ich habe auch versucht mitzufilmen, aber das war ein bisschen zu schwer. Vor allem, weil mich alle 5 Minuten irgendwas gestochen hat. Ja, und ich gehe jetzt nach Hause. Bis gleich. So, die sind jetzt noch dreckig. Deswegen werde ich die jetzt versuchen zu waschen. Okay, wie kriege ich das jetzt am besten auf? Ach, der arme Beutel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay, alles draußen. Perfekt. Der ist noch viel zu groß, der muss noch schneiden, aber ich spüle die einfach mal ab. Ja, und jetzt werde ich die noch ins Terrarium stellen. Und dann mache ich erstmal eine Pause, bis wir sie dann abholen können. Ich habe jetzt so eine Plastiktüte genommen, damit ich die tragen kann. Und ihr könnt auch, wenn eure Blätter noch jung sind und ihr wollt, dass sie besser essen, könnt ihr den Rand sozusagen von den Blättern abschneiden. Das hier ist normal mit diesen Zacken. Das hier abgeschnitten. Das mache ich jetzt gerade bei denen, bei dem muss ich noch und dann tue ich es aber rein. So, ich habe einen Transportbehälter gefunden. Plus das hier, das Netz. So als Top, damit sie immer noch atmen können. So, und dann mache ich es mit einem Gummiband fest. Das war eigentlich hier so eine Schleife um das Glas. Ich versuche es jetzt noch sauber zu machen, weil es ist noch ganz schön eklig. Ja, und dann mache ich noch ein paar Blätter rein und dann bin ich endlich fertig. Oben an der Decke und einer sitzt da. Die Luftfeuchtigkeit ist ein bisschen zu hoch und das musste noch ein bisschen ausdünsten. Ich habe ein bisschen zu viel gesprüht.
Deswegen lasse ich das jetzt noch ein bisschen offen. Und dann werde ich sie so in einer Stunde oder so reinsetzen. Ach, die sind so süß. Ich habe zwei Nymphen, nee, eigentlich drei Nymphen und einen schon etwas größeres. Da, das Grüne da, das ist schon etwas größer. So, hier habe ich dann gefilmt, wie ich die Kleinen in ihr neues Zuhause rübergesetzt habe. Und ich habe es extra mal auf zweifacher Geschwindigkeit, ist aber trotzdem immer noch echt langsam, weil es hat echt viel Zeit gekostet, weil ich halt möglichst vorsichtig sein wollte und das habe ich auch gemacht. Und es ging eigentlich auch ganz gut. Die ersten zwei sind auf jeden Fall recht schnell selber reingegangen. Wie man hier sieht, einmal der große und einmal eine Nymphe. Und dann habe ich mal den Deckel ganz abgemacht und habe dann nach den anderen beiden gesucht. Da habe ich dann zum Beispiel die zweite Nymphe gefunden. Die wollte aber dann noch nicht direkt rein, deswegen musste ich sie noch einmal kurz wenden. Dann war sie auch schon drin und läuft da drin glücklich rum. Habe ich extra mal zugemacht, damit ich mich voll auf den letzten konzentrieren kann, ohne dass alle anderen wieder rauslaufen. Der saß natürlich ganz unten auf dem letzten Blatt. Deswegen muss ich erstmal alles rausholen. Wenn man jetzt mal rechts guckt, sieht man da die eine kleine Nymphe rumlaufen. Also im Terrarium. Jetzt nicht mehr. So, und dann habe ich die mal vorsichtig runtergenommen. Und das ist die eine Nymphe, die schon etwas älter ist. Die ist nämlich schon ein bisschen grüner. Die ist braun mit ein bisschen grün. Also die anderen sind ja noch ganz braun. Und die war auch die widerspenstigste. Die wollte irgendwie nicht rein. Und ich musste sie sehr oft neu auf die Hand nehmen und auf die andere Hand und auf die andere Hand und sie versuchen reinzusetzen. Aber letztendlich hat es dann doch irgendwann funktioniert. Ich habe hier noch ein bisschen gekämpft. Und dann ist sie aber auch reingegangen und dann habe ich hier einmal kurz gefilmt, weil die saßen aufeinander irgendwie. Also die Kleine. Oh, und da hatten wir den ersten Ausbrecher. Direkt drin gewesen, wieder raus und dann erstmal wieder kurz gekämpft mit ihm. Aber dann ist er schnell drin gewesen und einmal zumachen, damit auch hier niemand mehr rausgeht. Und dann habe ich mich noch gefragt, ob die an der Seite da unten raus können. Deswegen habe ich da noch zwei Kügelchen Papier reingesteckt, damit sie auch wirklich nicht ausbrechen. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass sie da raus können, aber sicher ist sicher. Sehr schön still. Der ist gerade noch Nymphe, aber er hat schon die grüne Farbe angenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit ihm alles okay ist. Ich hoffe es einfach mal. Die haben alle noch keinen Namen. Ich finde die einfach faszinierend. Ich hole mal die anderen. Die müsste sich schon einmal gehäutet haben. Schnell. Der war gerade so schnell, der ist mir den ganzen Arm hochgekrabbelt. Ich tue ihn mal schnell wieder rein. Oh. Hey, der will schon wieder ausbrechen.
Na komm. Nämlich immer an die Decke, komischerweise. Jetzt muss ich noch den letzten. Und du gehst schon wieder an die Decke. Ich glaub's ja kaum. Ich glaube, er will raus. Nee, doch nicht. Okay, mal gucken. Ah, der sitzt immer noch da hinten. Ich versuche ihn mal rauszuholen. Anderen kleinen. Hier ist der andere kleine. Fokussier bitte. Bitte. Schnell. Schnell. Fokussiert nicht. Hallo. Da. Komm schon. Da ist der andere kleine. Okay. Der nimmt die ganze Zeit die gleiche Route zum Ausbrechen. Dann will er wieder da hoch. Schafft's nicht. Oh nein, du schaffst das. Ah! Das arme Band, das arme Blatt. Okay, und jetzt geht er da wieder hoch. Dann krabbelt er hier entlang und will dann immer hier raus. Oh, der andere besucht uns auch mal. Hier. Hallo. So, jetzt sind beide an der Decke. Oh, man sieht es leider gar nicht. Ja, das andere sitzt. Mann, jetzt sieht man es ja gar nicht. Das andere sitzt da. Und das andere sitzt hier. Ja. Das war dann auch schon das erste Update von den Kleinen. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder zum kleinen Update. Ich mache jetzt wahrscheinlich immer jeden Tag oder jeden zweiten Tag so 1-Minuten-Videos als Update, damit ich selber sozusagen wie ein Tagebuch das ganze, mein ganzes Abenteuer mit ihnen hier festhalte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ciao!